So, jetzt habe ich vor mir stehen den Mavro Freitag. Er ist auch Moderator, Ringsprecher und hat auch eine Eventmanagement-Agentur. Mavro, du hast ja jetzt hier den Ringsprecher gemacht. Wie lief es so? Wie immer mit dem Rainer ein bisschen chaotisch, aber chaotisch gut. Also wir haben am Endeffekt gut abgeliefert. Die Leute waren gut, wir haben gigantische Kämpfe gesehen. Wie sagt man so schön, manchen auf dem Messer schneide. War toll, ich bin jetzt gespannt, was noch kommt. Wir haben ja noch drei, da stehen, haben eine spezielle Überraschung für alle Zuschauer draußen. Verrate ich noch nicht, werdet ihr nachher sehen. Nee, war toll, wie immer mit The Brain zu arbeiten, macht immer Spaß. Und welcher Kampf war jetzt so der beste, sag ich mal? Na, beste Kampf ist immer schwierig zu sagen. Es war was dabei für Techniker, die gerne gucken. Es war auch jetzt die Jungs, gerade der serbische Bär, gegen den Debütanten. Das war ein Hammer, hat ja richtig geklatscht. Und wenn du ganz nah am Ring sitzt, musst du aufpassen, dass du nicht so die Bluttropfen abkriegst. Das war ganz gut. Journeyman, der Klempert aus Frankfurt, großartiger Kampf, richtig Straßenkeilerei sozusagen. Ja, tolle Kämpfe. Ich freue mich auf den Mädelskampf nachher, auf den Titelkampf der Mädels und natürlich auch auf Felix gegen Daniel. Ich bin gespannt. Und wenn du jetzt den Ringsprecher machst, wie bereitest du dich denn auf die Kämpfe vor? Auf die Kämpfe muss ich mich zum Glück nicht mehr vorbereiten. Natürlich holt man sich Informationen ein, Internet und so. Aber wenn du das schon so lange machst wie ich, dann kennst du auch viele. Du weißt die Trainer, du weißt die Gyms, dann kannst du die Informationen holen. Und dann bei der Waage erfährst du ja nochmal das aktuelle Gewicht. Und dann kann man die letzten Feinheiten, was sich verändert hat, einholen. Und nicht ohne Grund bin ich der Ringsprecher für die Heiratsanträge. Bei mir sind schon dreimal im Profi-Ring Heiratsanträge ausgesprochen worden, weil die einfach wissen, ich bin so nah dran an den Kämpfern und den Familien, dass sie das gerne machen. Wow. Und du hast ja jetzt schon öfters mit der Tina und auch mit dem Kai zusammen moderiert. Wie kam das denn so zustande? Die Tina kommt einfach, das ist so, die ist wie ich, nur kleiner, dünner, hübscher und ein Mädchen. Aber sonst ticken wir genauso gleich. Wir sind verrückte Hühner oder Hähne, wie man sagen kann. Sind irgendwann mal zusammengerutscht, haben festgestellt, dass das gut zusammenpasst. Und beim Rainer mit dem Kai, die Zusammenstellung passt auch ganz gut. Wir haben in Offenbach im Stadion, im kompletten Stadion Bieberer Berg gerockt. Das war gigantisch. Und Kai und ich, wir necken uns auch mal gerne mal so ein bisschen. Das macht ja auch Spaß. Und das ist das Schöne. Man muss wie im Boxen Respekt füreinander haben. Und dann ist es nach draußen groß. Und wie oft hast du jetzt hier schon den Karlsruher Weihnachtszirkus moderiert? Da musste ich, also ich glaube, es ist diesmal das dritte Mal. Wir hatten Corona, waren ein paar Ausfälle. Davor zweimal, also durch Corona gab es ja keine. Und davor, glaube ich, zweimal oder so. Ich weiß es nicht wirklich. Ich hatte letzte Woche noch Wiesbaden, Berlin, überall. Also, aber ich glaube, hier ist es das dritte Mal. Das wollte ich auch gerade fragen. Wo bist du denn überall zu sehen als Ringsprecher oder überhaupt auch als Moderator? Also was Sport betrifft, findest du mich überall da, wo Kampfsport stattfindet. MMA. Ob es die UFD ist, ob es Profiboxen ist, ob es Amateurboxen ist, weil die Amateure liegen mir auch im Herzen. Ich mache viel für den hessischen Boxverband, um die jungen Burschen nicht einfach irgendwo in der Sporthalle, sondern in einem schönen Rahmen auch darzustellen. Ja, eigentlich überall. Mavros Freitag auf Instagram und so sieht man, wo ich gerade unterwegs bin. Genau, also wie kann man das denn erreichen, wenn man dich mal so buchen möchte? Wenn man mich buchen möchte? Oh, dann frage ich zuallererst mal, warum will man mich buchen? Nein, auch einfach irgendwo anschreiben. Meine Kontaktdaten sind im Netz zu finden, Mavros Freitag. Ich glaube, so viele gibt es nicht mit dem Namen. Und noch eine Frage. Du hast ja auch eine Eventmanagement-Agentur. Was für Events organisierst du? Naja, das Outfit äußerlich passt nicht ganz, die innere Seite schon. Ich bin Honorary Citizen of Tennessee, also Ehrenbürger in Tennessee. Habe dort die Johnny Cash Farm mit an die Öffentlichkeit gebracht, also gemeinsam mit der Familie Cash. Country-Musik, Folk-Blues, das ist das, was ich mag, was ich gerne höre und auch mache. Und so sind da auch die Künstler aufgestellt. Von Thomas Gabriel, der Enkelsohn von Johnny Cash, sein erstgeborener Enkelsohn, Katie Cash, Roseanne Cash, solche Sachen. Wow. Und nochmal kurz zurück hier zu dem Karlsruher Weihnachtszirkus. Was glaubst du, wie gehen denn jetzt die Kämpfe zwischen Sarah und ihrer Gegnerin und dem Daniel, Triple D und Felix böse, aus? Du bist böse. Das sind so Fragen. Man muss ja neutral sein. Das ist egal, ob du die magst. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir werden beide Titelkämpfe ganz scharf haben. Die Mädels waren ja gestern, das war ja bissig, das war ja wirklich das hat man gespürt in der Luft. Daniel hat das Potenzial, ein ganz großer Schwergewichtler zu werden. Das steckt in ihm drin. Er muss noch so ein kleines bisschen diesen inneren Schweinehund
manchmal denke ich so, geh doch, du kannst doch. Und das fehlt so manchmal. Ich möchte ihn so von außen, so mal mit einer Nadel, wenn er am Ring vorbeikommt. Aber nee, wird ein enger Kampf. Felix ist ein sehr, sehr starker Mann, auch hochmotiviert. Und das ist das, was wir im deutschen Boxen brauchen. Deutsche Jungs, die sich so, wie jetzt gleich, auf die Mütze geben werden, das ist das, was wir brauchen, um das Boxen wieder groß zu kriegen. Da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, ob sich das wirklich bewahrheitet, was du sagst und wie die Kämpfe ausgehen. Wir bedanken uns recht herzlich für die Beantwortung der Fragen, fürs kleine Interview und wünschen dir jetzt noch ganz viel Spaß. Danke, danke. Ich mache mir erstmal trocken und dann euch da draußen noch viel Spaß. Schön fürs Zuschauen. Bis bald. Mavros Freitag. Ciao.